Eins meiner Lieblingszeichen ist die beiden Zeichen für Feind und Freund. Man liegt also über Kreuz miteinander. Ja, also da sind auch doch schon die Begriffe mit der Sprache wieder da. Oder vielleicht kennen Sie das, zwei Leute sind so, ja, Freund. Und das ist wiederum das typografische Zeichen für im Krieg gefallen oder Kriegsschauplatz und militärische Angaben im Lexikon. Und das ist natürlich auch das Warenzeichen von Meißen. Also diese Zeichen sind in verschiedenen Zusammenhängen, da sind wir jetzt beim Corporate Design, werden die genutzt. Und wir können die auch ganz klar auseinanderhalten, dass wenn wir Porzellan kaufen, nicht an Krieg denken. Diese Art Denke ist eigentlich in den Schriftkulturen, die mit Piktogrammen gearbeitet haben, immer vorhanden. Und so haben wir hier zweimal Liebe ist Doppelglück, das ist das Zeichen für Heirat. Und Nebenrolle, aber in der Typografie eine große Rolle, spielen natürlich Interpunktion, Zeichen. Das meistverwendete Zeichen der Welt ist das Leerzeichen. Unicode kodiert 0020, hexadezimal. Und interessant auch, rechts sehen Sie dieses Fragezeichen, das ist eigentlich eine europäische Erfindung, wird aber jetzt eben von allen anderen Schriftsystemen übernommen. Da haben wir also eine Art Internationalisierung, sowie das Ausrufezeichen, auch eine europäische Erfindung, jetzt auch Verkehrszeichen verwendet wird für Gefahr.